bist du gerade in Berlin. Für mich ist das Gefühl, in einer Beziehung zu sein. Also es ist schon schön, eine Freundin zu haben, mich ehrlich. So, wenn man weiß, also was ich am meisten an Beziehungen schön finde, weißt du, wenn man einfach so nach Hause kommt, von so einem richtig anstrengenden Tag oder sowas, oder irgendwie man kommt von irgendeinem Job oder sowas, von einem Konzert oder sowas. Und dann bist du hier, chillst hier hin, und dann bist du einfach immer, so bist du lonely, weißt du? Auch nice, so du bist hier alleine, ich bin auch alleine im Hotelzimmer, so dies, das, Ananas, ganz cool. Aber stell dir mal vor, da ist jemand, der auf euch wartet. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das bitte? Bist du TikTok-süchtig? Dankeschön, Chiara, für die Pumpkins. Bist du straight? Yes. Früher Hashtag immer Lumi. Oh Gott, Lumi-Dinger. Wie groß bist du? 1,80. Bist du in Berlin alleine? Nein. Ich bin mit Freunden hier. Also ich habe ein paar Freunde auch hier. If you love me, let me know. Wichtig. Wichtiger Song. Wichtiger Song. Wer ihn kennt. Was heißt hetero? Hetero heißt, dass man also als Junge auf Frauen steht und von Frauen auf Männer. So. Supportest du LGBTQ? Auf jeden Fall. Ich finde, wie gesagt, habe ich schon, ich sag's in, je, also in jedem Stream, wenn mich irgendwer fragt, ich supporte jeden. Jeder soll das machen, was er am besten findet, was er für richtig findet. Und da gibt's keine, sollte man keine Unterschiede machen. Just remember that. Code-Album ist King einfach. Wichtiger. Einmal mal jetzt alle auf Spotify gehen und Code-Album nochmal durchstreamen. Ihr wisst. Where you at? I'm in a hotel. Dann Juno Streams. Juno Streams beste Leben, Alter. Wirklich, Juno war so geil damals. Einfach mal anschauen. Bist du eifersüchtig in der Beziehung? In einer Beziehung? Pff, geht voll fit. Guck mal, das Ding ist. Okay. Live-Lessons mit Lukas. Alle jetzt zuhören. Live-Lessons mit Lukas. Könnt ihr gerne abfilmen und sowas, weil das ist wichtig. Ja, das ist sehr, 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 sehr wichtig für euch, für eure Zukunft. Macht das Screen Recording an. Also. Die Frage war, bist du eifersüchtig in einer Beziehung? Ja. Und ich glaube, eine gewisse Eifersucht natürlich immer okay und gut und dies und das so. Ist ja auch normal. Also ist ja auch normal. Aber in einer Beziehung, ja. Sagen wir mal, ich habe jetzt eine Beziehung theoretisch. Und. Oder nee. Bro, ich hab was gelesen. Das hab ich voll aus dem Konzept gebracht. Mann, das war voll Deep Talk. Lost. Egal. Wir machen Deep Talk wenn man anders. Schöne Grüße zurück an Jerry. Ich glaube auch, Short. Ich bin. Ey, Short Kings, auch nochmal. Ja. Yeah. I'm a short boy. What should I say? 1,80. Nowadays is short. Believe Lukas, natürlich kenne ich Believe Lukas. Deine Haare sind voll fresh, Dankeschön. Yes, guys. Also. Dankeschön, Elias, für die Rosenbrach. Ich kann immer noch nicht ernst bleiben. Nein. Where you from? I'm from Germany. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt offline. Leute, danke fürs Zuschauen. Kommentiert gerne bei meinem neuen TikTok irgendwas Cooles. Und seid gespannt, weil ich poste noch ein TikTok heute. Ich poste so gegen, keine Ahnung, was haben wir jetzt für Uhrzeit? Okay. Geht mal so um 17 Uhr oder so. So 17 bis 18 Uhr auf mein TikTok. Dann poste ich nochmal ein neues TikTok. Und vielleicht habe ich auch nochmal live. Deswegen Nachrichten aktivieren. Instagram Lukas Rieger, wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Hab euch lieb. Stay Liddy. Kuss geht raus. Und wir sehen uns bald wieder.